Was dachtet ihr? Nein, hi, Janek, Noah, schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide Teilnehmer und das freut mich immer sehr, wenn Teilnehmer hier Lightning Talks halten. Ich wollte nur sagen, einen Satz, ihr habt euch über Amateurfunk kennengelernt und darüber redet ihr jetzt. Das finde ich sehr gut. Viel Spaß. Ja. Also wichtig ist erstmal zu unterscheiden, Funkamateure und Amateurfunker, das ist so ein bisschen wie die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront, vertragen sich gar nicht. Also was man so als Amateurfunker bezeichnet, das ist das, was man vielleicht als CB-Funker auch kennt. Das sind so Leute, die im LKW Geräte haben und dort funken. Aber die dürfen zum Beispiel nur gekaufte Geräte verwenden, haben wenige festgelegte Frequenzen und nur sehr geringe Leistung. Also da kommt man 5 Kilometer weit, weiter nicht. Aber wir sind Funkamateure, wir können richtig funken. Wir haben nämlich sogar eine Lizenz bei der Bundesnetzagentur. Also wir haben dort eine Prüfung abgelegt. Dadurch sind wir deutlich organisierter. Also es gibt eine recht komplizierte Struktur auch im Amateurfunk in Deutschland. Wir haben professionelle Funkgeräte und damit auch deutlich höhere Reichweiten. Also wir können um die ganze Welt funken. Ja, zum Amateurfunk gehört eine ganze Menge. Also wenn ich Leuten erzähle, dass ich Amateurfunk mache, dann kommt immer die Frage, ja, was macht man denn da? So, wir können einerseits Geräte selbst bauen. Dadurch, dass wir eben eine Prüfung abgelegt haben, gibt es auch den Bestandteil der Technik, wo wir eben auch lernen, wie theoretisch so ein Funkgerät funktioniert. Dann ein Funkgespräch sieht einfach so aus, dass man gegenseitig sich vielleicht was übers Wetter erzählt, über die Funkgeräte, über so die Technik, die man zu Hause hat. Und man spricht dort einfach mit vollkommen fremden Menschen auf der ganzen Welt. Deswegen kann das auch echt interessant sein. Es gibt auch Wettbewerbe im Funken und auch im Sport. Ja, letztendlich fragt man sich natürlich, Mensch, wieso unterhalten die sich über irgendwelche Funkgeräte? Ja, das machen wir noch eigentlich gar nicht mal so oft. Den Großteil der Zeit verbringt man eigentlich irgendwie mit dem Basteln. Das ist halt interessant, also man kann halt sämtliche Sachen selbst realisieren, die irgendwie mit Funk zu tun haben, sei es man baut sich eine eigene Mobilfunkbasisstation bis hin zu dem eigenen Radiosender zu Hause, ist halt alles dabei. Und der Amateurfunk ist halt unglaublich breit gefächert von den technischen Möglichkeiten, die man halt hat, zu experimentieren und zu basteln. Also sei es jetzt hier ein selbstgebautes Funkgerät von Noah, womit man eigentlich letztendlich auch um die ganze Welt kommunizieren kann, bis hin zu irgendwelchen Softwarelösungen für Übertragungsprotokolle oder so, ist letztendlich alles dabei. Also jeder hat da meistens so seine Nische gefunden, womit er sich gerne beschäftigt und was er gerne bastelt. Und ja, das ist eigentlich das Tolle daran. So sieht der Garten aus hinter meinem Mehrfamilienhaus. Da hängt ein sehr langer Draht, der ist 40 Meter lang, damit die Antenne die richtige Länge hat für meine Frequenzen, die ich gerne verwende. Also man sieht da ganz hinten im Bild gerade so das zweite Ende und das erste Ende, das geht noch deutlich am unteren Bildrand vorbei, hängt da in einem Baum. Da hängen da also ein paar Drähte bei uns im Garten. Habe ich halt auch selber gebaut, die Antenne. Was Janik auch schon sagte, das macht auch irgendwie Spaß daran. Was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wir können halt echt um die ganze Welt funken. Also ich hatte auch schon Funkgespräche mit Neuseeland und das war schon ziemlich faszinierend, weil das haben wir uns vorher abgesprochen, weil das nicht um jedes Tageszeit gut geht. Und da bin ich in der Freistunde zu unserer Funkstation gefahren mit dem Fahrrad, um dort da mit Neuseeland funken zu können. Und das ist schon irgendwie nochmal was Besonderes, wenn man so sieht, dass das doch irgendwie so weit geht und dass es halt, dann ist es so, dass es funktioniert gerade so, also es rauscht total und man versteht die anderen vielleicht so ganz gerade so und dann ist es schon so, dass man richtig glücklich ist, wenn das funktioniert hat und man wirklich den anderen gehört hat, weil es ja doch eine extreme Entfernung ist. Gerade dadurch, dass man mit so vielen Leuten reden kann, die man auch überhaupt nicht kennt, ist es interessant zu hören, wie ist das Wetter dort, wie ist die Kultur dort oder auch durch den Geräte-Selbstbau erzählt man sich so gerne, was man halt für Geräte selber da gebaut hat oder oft kann man auch einfach nochmal nach Lösungen fragen. Also so wie wir beim Programmieren Stack Overflow haben, kann man da einfach irgendwelche Leute fragen, hier, ich habe das und das Problem, kennst du da irgendwas? Und dann kommt man da auch sehr schnell einfach zu netten Leuten, die einem da gut weiterhelfen kann. Dann gibt es auch Leute, die nennen sich die Notfunker, kann man halten von was man will so, aber das
Der tatsächlich sinnvolle Einsatz vom Amateurfunk kann in Katastrophensituationen geschehen. Wenn zum Beispiel nach Hurricanes, Fluten, komplette Mobilfunksysteme ausgefallen sind, können sich trotzdem die Funkamateure immer noch verständigen. Denn bei uns gibt es lediglich die Senderstation, die Empfängerstation. Da liegt nichts dazwischen. Das ist eine direkte Verbindung. Nicht wie beim Mobilfunk, wo wir dazwischen noch 5 Mobilfunkmasten haben, über die das Signal weitergeleitet wird. Deswegen können wir sozusagen ja auch in Katastrophensituationen noch Hilfe leisten. Der letzte Punkt auf der Folie sind die sogenannten QSL-Karten. Das ist eine Empfangsbestätigung. Das sind im Prinzip kleine Postkarten, die schickt man sich gegenseitig zu, nachdem man ein Funkgespräch geführt hat, so als Bestätigung, dass man wirklich mit dem anderen gefunkt hat und dass man hinterher mal zeigen kann, guck mal hier, ich habe wirklich mit Neuseeland gefunkt, hier, das ist der Beweis. Und das ist zum Beispiel meine QSL-Karte, da steht groß mein Rufzeichen, das ist sowas wie mein Nummernschild beim Amateurfunk drauf. Genau, und noch ein Bild von Dresden. Das sind 2 QSL-Karten, die ich bekommen habe, einmal aus Katar und einmal von den Falklandinseln, so mit die weitesten Funkverbindungen und vielleicht auch die interessantesten Karten, die ich so bekommen habe. Genau, und Noah hat es ja schon angesprochen, es gibt im Amateurfunk auch verschiedenste Möglichkeiten, sich irgendwie halt an Wettbewerben teilzunehmen, und zwar gibt es auf der einen Seite halt Leute, die sammeln halt einfach Länderpunkte, so kann man sich das vorstellen. Also die haben das Ziel, mit jedem Land der Welt, wo es Funkamateure gibt, das ist letztendlich gesehen eigentlich fast jedes Land, bis auf vielleicht Nordkorea und irgendwelche anderen Bananenrepubliken, mal einen Funkkontakt zu haben und das auf so vielen verschiedenen Frequenzen wie möglich. Und ja, die brauchen halt teilweise 40 oder 50 Jahre, um das zu schaffen, aber ja, macht den halt Spaß. Das ist auch sehr interessant. Da gibt es teilweise Inseln, die zählen als extra Land, aber da wohnte gar keiner. Und dann wollen Leute mit den Inseln funken und so, aber da wohnt keiner, mit dem sie funken können. Ein bisschen kritisch. Aber dann gibt es Leute, die sammeln da über mehrere Jahre Geld, mieten sich dann ein großes Schiff, fahren für einen Monat lang auf irgendeine Insel mitten im Pazifik und machen dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche nichts anderes als funken, damit andere Leute mal die Chance haben, mit dieser Insel zu funken. Also ja, gibt wirklich Leute, die das ins Extreme treiben. Genau, und dann gibt es halt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in Form von sogenannten Contesten. Da geht es halt darum, wer zum Beispiel in 24 Stunden die meisten Verbindungen über die größten Entfernungen aufbaut. Das finde ich persönlich immer ganz nett. Also ich bin nicht so der Funktyp. Ich habe ja das Internet, das ist meistens viel bequemer, sich damit einfach mit anderen Leuten zu unterhalten. Aber ich bastel halt relativ gern rum, und solche Wochenenden bieten dann einem immer die Gelegenheit, mal sein Equipment auszuprobieren. Und einfach gucken, ja, wie weit kommt man so, und sich halt auch mit anderen irgendwie messen kann, und das macht halt echt Spaß. Ja, man mag es uns vielleicht nicht ansehen, nicht denken, wir hocken nicht den ganzen Tag im Keller, sondern wir machen auch Sport. Das ist ein Unterschied zu den Programmierern hier. Da gibt es einen besonderen Sport, der ist ähnlich dem Orientierungslauf, was vielleicht einige kennen. Da sind im Wald Posten versteckt, 5 ungefähr sind das meistens, und an denen sind kleine Funkgeräte versteckt, die ganze Zeit senden, ein Signal aussenden, und dann hat man so ein kleines Gerät hier, was man eben einen kleinen Funkempfänger, der tatsächlich auch selbst gebaut ist, mal wieder ein schönes Beispiel so, mit dem man dann durch den Wald rennt und durch den man das Signal hört. Und je nachdem, wie man den dann dreht, wird das Signal lauter oder leiser, und daher kann man dann auch hören, eben wo der Sender versteckt ist, und muss den dann finden. Aber das ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach in die Richtung rennen, wo man das Signal herhört, denn teilweise wird das Signal auch reflektiert von großen Bergen, teilweise sogar von Bäumen. Und dann hört man das Signal aus 5 Richtungen, und Wo muss man dann hin? Das ist so schon so ein bisschen schwierig manchmal. Genau, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man das in möglichst kurzer Zeit schaffen muss, also auch tatsächlich echt schnell irgendwie läuft durch den Wald. Da hat dann so eine Laufstrecke von vielleicht 8 oder 10 Kilometer. Ja. Ja, willst du nicht dazu vielleicht noch was sagen? Ja, klar kannst du dazu was sagen. Ja, also das ist eher für Leute, die nicht mehr so viel rennen wollen, sondern für irgendwelche Opis. Also Altersdurchschnitt vom Amateurfunk ist bei 60 oder 70 oder so. Also wir sind bei uns in Dresden der jüngste Ortsverband mit einem Altersdurchschnitt von 40. Das ist, aber
kommt dann einfach mit zum Amateurfunk, dann können wir das gemeinsam den Altersdurchschnitt senken. Genau, aber für die älteren Leute gibt es in Sachsen zum Beispiel den sächsischen Bergwettbewerb. Da nehmen sich Leute einfach ihr Funkgerät, also es gibt Funkgeräte, die man auch mit rumtragen kann, die sind dann vielleicht wie so ein Walkie-Talkie so groß, sieht man dort und wandern dann von Berg zu Berg und dann sammeln die Punkte dafür, dass sie mit den, also von den Bergen mal gefunkt haben. Ja, wem es Spaß macht. Genau, dann wir haben ja in Deutschland den Deutschen Amateur Radio Club, da hat eine Website, die ist zwar nicht immer die schönste, aber die geht auch irgendwie und da kann man sich informieren, dann könnt ihr uns einfach immer auf dem Event ansprechen, auf Zulip anschreiben. Das letzte hat nichts mit Amateurfunk zu tun, aber nur also so ein bisschen. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir sehr gerne basteln und so Elektronikkram machen und das war eine super Idee und zwar bin ich auf die Idee gekommen, dass ich gerne in meinem Schulschließfach ein Paradieschen anbauen möchte. Und dazu habe ich mir also dort einen kleinen Blumentopf mit Radieschen reingestellt und ein paar LED-Streifen ringsherum gehangen und dann noch ein paar Akkus dazugestellt. Ja, da haben wir einen Twitter-Account dafür und könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr da Spaß dran habt. Ja, dann... Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Achso, du willst den Stream nicht kommen. Und zwar hattet ihr ja gesagt, dass ihr auch mit Neuseeland funken könnt. Ich bin erst später zum Vortrag gekommen. Biegt die Erde die Funkstrahlen oder wie funktioniert das? Ja, also gibt es ja theoretisch zwei verschiedene Varianten. Also für sehr, sehr lange Wellen, die werden tatsächlich gekrümmt von der Erde. Die krümmen sich um die Erdoberfläche ringsrum, wodurch das funktioniert. Man kann aber tatsächlich auch die Funkwellen an verschiedenen Schichten der Ionosphäre reflektieren und dann machen die wie so Sprünge um die Erde ringsrum, dass sie zwischen Erdoberfläche und der Ionosphäre reflektiert werden und so auch um die Erde ringsrum kommen. Ja. Also man kann die Funkwellen auch noch an ganz, ganz vielen anderen Dingen reflektieren. Also um weiterzukommen, reflektieren Leute teilweise ihre Funkwellen an Regen oder an Meteoriten oder an Flugzeugen. Also da gibt es teilweise auch echt extreme Arten des Funkens noch, wo man dann das wirklich halt an einem Flugzeug reflektiert und dann hat man 15 Sekunden Zeit für das Funkgespräch, weil das Flugzeug dann weg ist. Dann muss man also in 15 Sekunden irgendwie... ja, sich austauschen und sein Rufzeichen austauschen und genau, das ist dann ja auch echt spannend. Man kann tatsächlich sogar die Funkwellen am Mond reflektieren. Also das hat der Janek schon mal gemacht, da waren wir irgendwo in Altenberg, das ist bei uns im Erzgebirge da, da hatte ein Funkamateur eine riesige Satellitenschüssel, 4 Meter Durchmesser im Garten stehen, die er aus alten Bundeswehrbeständen hat. Die hat er dann auf den Mond ausgerichtet und so mit einem ja irgendwie 200 Kilometer entfernten Funkamateur aus Polen gesprochen. Die Direktverbindung ging nicht, weil das ist eine Frequenz, die sich nicht um die Erde krümmt und da ist dann im Prinzip die Erdkrümmung im Weg für diese 200 Kilometer, aber der Weg über den Mond, wie viel ist das, 200.000 Kilometer oder 400.000 Kilometer, der ging dann eben in dem Fall. Das ist auch sehr interessant, da man dann sein eigenes Echo hört, also 2 Sekunden nachdem man selbst gefunkt hat, hört man sich selbst, das ist ja auch interessant auf jeden Fall. Okay. Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.